plus Türmchen. Plus Dumge. Man so schön sagt. Da läuft auf jeden Fall einer auf mich zu. Den würde ich super gerne befreien, aber... Da würde ich, glaube ich, mit Leuten wiederkommen, die ein bisschen besser sind. Wenn ich ehrlich bin. Hab mir erstmal gedacht, oh, vielleicht kriege ich einen, aber das Problem ist, es werden alle kommen. Und ich habe ja schon ein bisschen Ressourcen dabei. So, Bellen ist unzufrieden. Mal wieder. Wann ist dieser Mann denn mal zufrieden? Wolfi-Zähne. Die brauchen sie ja auch. Warum kochen die hier nicht? Ich geb denen jetzt die zwei, weil das nervt mich. Oh, der Winter geht wieder. It's gone. Der Winter it's gone. Da unten ist halt so ein großes Banditenlager, ne? Ich will mich ja nochmal umgucken. Das wird aber gut hergestellt. Was hat der denn jetzt? Warte, lass mich mal gucken. Ja, doch. Die haben gut was. Die sammeln gut. Das ist gut zu wissen auch. Gut, mit 73 Fallen kann man auch was anrichten. Wollte eigentlich mal nach Gegnern gucken, nach Gegnerhorden oder so. Auch wenn es nur einer ist, dann ist es halt nur einer. Aber schade, dass du die auch nicht reclaimen. Also quasi, sobald du die fertig gemacht hast, hast du sie fertig gemacht. Treffer. Gut getroffen. Oh, die stellen mal wieder normale Sachen her. Also, ne? Sowas wie... Ausrüstung. Also es läuft besser, es läuft definitiv besser jetzt. Um einiges besser. Jetzt ist halt so die... Jetzt hat sich alles so ein bisschen... multipliziert, um es mal so zu, auszudrücken. Gibt es da nochmal Truhen zum Öffnen? Nein. Okay, die sind immer offen. Die sind immer geflaggt. Das ist gut zu wissen. Unten läuft einer rum. Wir könnten mit dem Typen mitgehen. Dann werden wir auf jeden Fall einen Kampf haben. Aber unsere Keule ist fast durch. Ich weiß auch gar nicht, wo der hin muss. Der Body. Also da unten am Fluss waren wir so noch nicht. Ich gehe da jetzt einfach mal lang. Einzelne Typen können wir immer besiegen, aber wenn es dann mehr werden, dann überlege ich mir das nochmal. Ich habe verfehlt. Ich habe leider leicht verzogen. Da hinten ist ein Lager. Lager. Und die Gegnerz. Zwei Flachs. Vier Flachs. Oh. Damals, Alter, wo Flachs noch ein Problem war, ne? Denn hier? Dicker Lederwams, schon. Dicker Wams, ja. Kein Lederwams. Ein Wams. Einfach nur ein Wams.
auch immer mal zwei. Schilfrohr zu bekommen, ist auch ein Segen. Was ist hier eigentlich? Da komme ich leider nicht ran. Da ist aber auch nichts. Okay, also das ist hier so ein bisschen inselisch. Wenn wir wollen, wir können ja irgendwann irgendwo irgendwelche Dinger setzen. Das ist der kleine Vorteil. Ah, lass uns doch einfach mal gucken. Oh, das sind zwei, ne? Was meint er? Jetzt geht's mir besser. Und wir bekommen noch was. Schön. Jetzt können wir nämlich auch was Gutes essen. Das macht uns für die Reise ein bisschen erquicklicher. Erquicklicher. Oh ja, das werden wir direkt vernichten. Als Njom Njom. Aber hier geht's. Hier sind die nicht so stark. Hier sind die auf Stufe 2. Ich glaube, das ist alles hier so die Ecke, ne? Ist auch noch zwei. Das ist drei. Oben rechts ist drei. Na, mal gucken, was wir hier so finden, ne? Vielleicht finden wir irgendwas Interessantes. Vielleicht noch ein, zwei Leute, denen wir wehtun können. Wie viele Fälle habe ich? 63, kein Problem. Ist aber auch ein schöner Ort, ne? Hier alles wegzumachen. Meine gut, da vorne ist halt ein riesen. Wir können ja mal gucken, was das für ein. Was das bedeutet, Banditenlager 3. Einfach nur mal so einen Blick drauf werfen. Da dampft es auch nirgendwo. Hm. Es sind ziemlich viele unterwegs. Es ist auch drei schwer, ne? Also. Ja, nun. Schöne Blumen. Mal was Neues, ne? Hier ist ein Fels. Vielleicht finden wir auch irgendwas. Was uns ein bisschen. Dann bewegen sich wieder zwei. Das Problem ist, ich will erstmal gucken, wie stark die sind. Pass auf. Bevor wir uns mit denen anlegen, nehme ich ein paar Steinchen. Und mach hier einen Waypoint. Ein Reiseschild. Ein sogenanntes. Also hier steht 805, ne? Ich hoffe vom Herzen, dass wir nichts verlustig werden, sonst werde ich böse. Es ist so ein Quatsch, ne? Aber okay, gut. Wir kriegen das wieder hin. Eins, zwei, drei, pass. Oh, die geben sich da hinten wohl Mühe, ne? Unsere Leutchen. Ein Baumstamm, okay. Gut zu wissen. Es wird nicht mehr Baum. Alles andere aber nicht mehr Baum. So. Nehmen wir den nächsten Baumstamm und nehmen wir hier noch ein bisschen Holz mit.
Das müsste reichen. Ja, nicht ganz. Uns fehlt noch ein Holz. Und das habe ich hier liegen lassen jetzt, ne? Da. So. Reiseschild 10. Nein! Aua! Aua! Was? Wie konnte der mich so schnell besiegen? Ich hab nichts gegessen, ich Idiot. Ich hab einfach nichts gegessen. Ich hab's vergessen. Naja, kein Wunder. Wie funktioniert das hier? Kann ich denen dann sagen, reiß hier hin und so weiter? Oder? Ein verbranntes Fleisch. Ohne Patata. Schön. Ah, oder nicht schön. Das habe ich mir jetzt aber auch selbst eingebrockt, ne? So. Muss da aber jetzt hin. Den einen habe ich niedergeknüppelt, aber den anderen nicht, ne? Aha. Wir haben nicht dieses durchgestrichen, oder was? Gut, warten wir kurz. Müssen eh nochmal hochheilen. Wehe, das geht nicht wegen dem Lager, dann raste ich aus. Mhm. Warte mal, ich mache mir das mal als Wegpunkt. Sieht man das dann? Nö, man sieht das durchgestrichene nicht. Okay, toll, danke. Na toll, danke. Ich gönne mir mal sowas hier. Das heilt wesentlich schneller. Jetzt. Oh. Beeilung. Okay. Und hier ist noch. Oh, oh. Run. Die sind zu stark für uns. Hundertprozentig Dreiergegner. Da vorne rennt der eine, den wir so liebevoll... Nein, das ist ein anderer. Oh nein, der hat ein Schild, ne? Ich hasse Typen mit Schilden, habe ich das schon mal gesagt? Und er hat ein gutes Schwert in der Hand. Ich treffe immer nur sein Schild, ne? Das ist echt übel. Jetzt kommt er wieder auf mich zu. Okay. Er versucht mich natürlich zu erwischen. Aua. Oh, der macht gar nicht mal so viel Schaden. Oh. Haben wir dich erledigt. Okay, aber wir sind jetzt auf dem halben Weg nach Hause. Der nächste ist trotzdem noch der hier. Okay, gut. Nevermind, dann rennen wir zurück.
Okay, gut, gut, gut. Aber das haben wir zumindest geschafft. Ich will schnell nach Hause, weil es wird dunkel und da waren ein paar Gegner, die auf uns zukamen. Nicht so nett. Ich meine, gut, wir haben gut gegessen und so, ne? Das Fleisch gibt uns auch ein bisschen Widerstandpunkte, glaube ich. Weiß ich nicht. Ist egal. Müssen auf jeden Fall zurück. Jetzt ist Zeit. Oh, wir haben ein geräuchertes Fleisch, was wir mal abgeben müssen. Eieieiei. Das ist natürlich sehr madig, dass sie da rumlaufen. Ah, die laufen weiter. Oh. Drehen die vielleicht auch um? Nee. Gut. Ich habe keine Ahnung, wie wir nach Hause kommen. Oh, ich hasse sowas. Versuchen hier so ein Ding nochmal zu bauen. Kostet zwar wieder, aber was willst du machen? Ist aber schöner Sternhimmel, ne? Aber ist nicht so wild, das kriegen wir auch hin. Das ist in der Nähe vom Gegner mal wieder, ne? Ich lern's nie. Wir brauchen zwei Bäume. Also zwei Baumstämme. Und wir, die kommen jetzt hier lang und ich kann nicht weiter. Davon mitnehmen? Nein. Alles gut, das wird schon. Haben sie gesagt. Ich bin nicht aggressiv, alles gut. Ich hasse nur das Spiel. Zinnerz, wow. Hey, Zinnerz, hey. Sorry, dass es so lange dauert. Aber sonst brauchen wir ewig. Das Laufen wird, glaube ich, länger dauern. Ich musste ja echt weit wegbauen, ne? So. Also mal anpasst. Oh. Ja, mach's am besten noch kaputt hinterher. Hätt's auch verdient. Guck, da vorne war noch immer nichts los. Die hassen uns da unten. Die hassen uns alle. So, was haben wir denn? Das Essen. Komm, wo Anna Sto rein. Oh, Wolfstrophäe. Wir haben jetzt schon eine Hirschtrophäe, eine Wolfstrophäe. Jetzt fehlt uns nur noch eine letzte. Und dann. Ah, hier ist noch was. Passt. Wir gehen erstmal pennen. Ist so dunkel. Und die Leute schlafen schon alle. Vielleicht einmal stärker. Warte mal, ich habe ein Stärkebuch genommen, das mir angeblich volle Stärke bringen sollte. Ach nee, weil ich wahrscheinlich... Weiß warum. Schnief. Ah, so, Tag 56.
So, das Buch können wir reinwerfen, passt. Eieieiei. Kam aber auch gut was rüber. Das Fleisch, das. Oh, zwei Äpfel hier. Ich bin satt. Schön. Ah, die essen gut. Das ist schön zu wissen. Oh nein. Die haben kein Holz mehr. Mal wieder nicht. Aber klar, die bauen hier noch. Oh Gott, was brauchen die denn noch? Ich will es eigentlich gar nicht wissen, ne? Nur Planken. Okay, gut, das geht ja sogar noch. Ich hab gedacht, die brauchen noch mehr. Aber wenn es quasi nur noch die Planken sind, dann...